Hallo und willkommen hier wieder zu Pokémon News. Und zwar haben wir Shaymin und die Himmelsform oder Skyform. Da, das liebe, süße, putzige Shaymin. Oh, es ist Pflanze mit 80 Leben, hat zwei Angriffe, Schwäche mal zwei Feuer, Resistenz, nix, Rückzug, nur eines. Und schauen wir uns mal da. Es ist natürlich Basis-Pokémon. Der erste ist Beckon. Man darf das Deck mit drei Basis-Pokémon different Typen, oh, okay, und in die Bank reingeben, dann das Deck schieben. Also das ist sozusagen Familienruf oder so. Das zweite ist mit einer Pflanzenenergie und einer irgendwas. Sylphing scannt, macht 30 Schaden. Und das gegnerische Pokémon ist jetzt eingeschlafen. Ja, schlafen finde ich jetzt nicht immer so gut, weil das kann man ja ziemlich schnell wieder durch einen Münzwurf einfach erledigen. Als Vergiften und sowas finde ich besser. Oder verwirren, weil da kann er noch schon Schaden zufügen. Naja, gut. Dann haben wir hier das Shaymin in der anderen Form. Der ist leider zweimal Shaymin. Also man kann zwei von denen, zwei von denen reingeben. Oder halt nur vier in der Form. Oder eins und drei. Je nachdem. Schauen wir uns mal das Artwork an. Das finde ich jetzt nicht so lieb oder so putzig. Eher recht frech. Aber die erste Attacke braucht nur eine Energie, und zwar irgendwelche Call for Family. Also das ist jetzt auch Familienruf. Okay, das ist nur mit zwei Basis-Pokémon an die Bank reingeben. Oben ist mit drei. Ja, und das andere macht nur 20 Schaden. Okay. Okay. Ich finde dann schon, dass das obere der Effekt schon besser ist, aber ich finde keins von beiden gut genug, um es eben in irgendein Deck reinzugeben. Außer vielleicht für Familienruf, was ich aber auch schon komisch finde. Da, naja. Da finde ich ja das erste schon besser. Aber das ist halt mit verschiedenen Typen. Ja, das ist halt irgendwelche. Naja. Das war jetzt nicht so spannend, die News. Aber die nächsten bestimmt viel besser. Dann bis zum nächsten Mal.